von der Fortbildung und wieder zurück in den Wahnsinn hier. Also aber was ich da schon wieder mitbekommen habe bei der Fortbildung, also das glaube ich ja wohl nicht. Also ich bin mal gespannt, wann mal hier die Wahrheit mal ans Licht kommt. Da habe ich doch gerade schon die Barbara rumschleichen sehen. Wenn die hört, was ich auf dem Schulhof gehört habe, also das werde ich ihr direkt mal erzählen. Ach, Barbara, gut, dass ich dich erwische, bevor Frau Bunker-Bümmeler da ist. Ja, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Möchten Sie nicht, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was das Siezen so, das ist wegen dieser Fortbildung, da müssen wir uns ja auch siezen. Aber möchte nicht mal fragen, vielleicht erstmal, wie es da war auf der Fortbildung, hallo? Ja, wenn sein muss, wie war's? Ja, jetzt möchte ich auch nicht mehr erzählen. Doch, auf jeden Fall, ja, es war gut informativ, sehr informativ. Ich habe nämlich Sachen wieder erfahren, das glaubst du mir nicht. Also, oh, jetzt muss ich dir echt aber mal doch, was sagen. Moment, jetzt fällt mir aber gerade noch mal was ein, bevor Sie damit anfangen. Eigentlich wollte ich auch was sagen, aber wie auch immer. Seit wann ist überhaupt schon wieder Geld für Fortbildung da? Ich dachte, die Fortbildungen finden jetzt nur noch hier statt und nicht mehr in Fahrzeug. Ja, und auf einmal packen sie die Sachen und wieder ab in Fahrzeug. Da kann ich jetzt nichts zu, aber das ist jetzt auch, das ist jetzt irrelevant, weil es geht hier um was Ernsteres. Ich habe wirklich, ich habe da was gehört, da sind mir fast die Schuppen von den Augen gefallen, wie man das so schön sagt. Ja gut, dann fangen Sie hier an, das klingt ja spannend. Ja, und zwar habe ich gehört, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir das schon vorstellen. Und zwar, also da gibt es halt so ein Gerücht, das ist da rumgegangen, das hat mir dann halt auch der Herr Schwarz persönlich erzählt. Der war auch da? Ja, genau. Okay. Ja, und zwar, ich bin mal gespannt, ob da heute dann die Wahrheit ans Licht kommt, ne? Und zwar habe ich halt gehört, dass es geht um hier, Madame Bohnenkamp-Bohnmüller. Warum sitzt du eigentlich auf ihrem Platz? Ja, die ist ja noch nicht da und dann können wir besser quatschen hier. Gut, genau, wenn die gleich kommt, ne? Also da bin ich ja mal gespannt. Ja, wieso, was ist denn mit ihr? Die brauchen mir eigentlich gar nicht mehr in die Augen schauen, die alte Lügnerin. Schon wieder am Lästern hinter verschlossenen Türen. Ich weiß das ganz genau. Gucken Sie ihr bloß nicht in die Augen. Ja, was ist das denn hier schon wieder? Husch dich! Husch! Husch, husch, husch. Ja, schon. Husch! Husch! Ja. So. Ist da vielleicht etwas, was Sie uns erzählen wollen? Hä? Barbara, was ist los? Naja, ich sag mal so, möchten Sie uns nicht was erzählen? Irgendwas? Was vielleicht ganz schön wichtig ist? Was ist denn schon wieder? Ja, genau, jetzt erzählen Sie doch mal. Ich habe da nämlich auch was gehört. Also, ich kann Ihnen gerne was erzählen. Also, ich habe diese besonders schöne Badekappe ja geschenkt bekommen. Von der lieben, von Ihrer Mutter tatsächlich. Was? Von meiner Mutter? Ja, Ihre Mutter hat mir die geschenkt. Ja, die kenne ich doch, die habe ich doch gesehen. Die hat sie getragen. Also, sie hatte mehrere davon, deswegen hat sie mir eine geschenkt. Okay. Und ich glaube, sie macht die auch tatsächlich selber mit diesen schönen Blüten. Vielleicht sollten Sie sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Ich habe die gemacht. Sie haben die gar nicht gemacht, lügen Sie doch nicht. Ich lüge nicht. Sie sind die Lügnerin. Ich bin keine Lügnerin. Also, wenn Sie was von mir wissen möchten, ich erzähle natürlich sehr gerne etwas. Also, diese Badekappe hat sie mir geschenkt, weil wir haben uns ja über Sport unterhalten und auch über den Sommer und so. Und ich habe ja dann wieder viel, viel mehr Zeit, wie Sie wissen müssen. Und dann bin ich jetzt dem Schwimmverein beigetreten. Dann kann ich nämlich jeden Morgen, kann ich dann schon um 6 Uhr im Schwimmbad sein und meine Bahn ziehen. Ist da nicht immer Seniorenschwimmen? Das ist doch... Da haben wir es nämlich. Das ist durchaus möglich, aber was geht Sie das denn an? Was da für ein Schwimmbad? Na, ganz schön auffällig, oder? Was ist das denn jetzt? Naja, da hat man ja eigentlich keine Zeit zu, wenn der Unterricht hier um 8 beginnt und man ja schon um 7:30 hier eigentlich da sein muss, oder? Was? Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Wie sind Sie beiden denn heute in einer Stimmung? Das ist ja sehr seltsam. Also mein Unterricht fängt jetzt an, ich werde jetzt gehen. Also das ist mir ja so dumm. Ja, genau, den Unterricht noch genießen. Ich nehme diese Kappe mit. Also das ist ja wohl. Also erzählt ihr uns hier einfach so ein Blödsinn hier, anstatt mal mit der Wahrheit hier rauszukommen oder wie das heißt. Dann komme ich jetzt auch wieder rüber. Ja, dann die alte Lügnerin hier weg ist. Ja, warum sagst du überhaupt Lügner? Du weißt ja gar noch gar nicht, worum es geht. Doch, jetzt leg ich nämlich mal die Fakten auf den Tisch, und ich was auch. Ich nämlich gehört habe. Ja, gut. Nämlich, ich glaube, mit Gerücht hat sich das gar nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich bewiesen jetzt mit dem Auftritt, den sie hatte. Frau Bohnenkamp-Müller geht in Rente. So, das habe ich gehört. Nein. Von wem? Ja, auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof? Ja, da reden die Schüler nämlich schon drüber. Wie kann das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, da haben wir es doch, wenn schon die ganze Schule darüber spricht. Also, das ist ja wohl... Ich habe das ja hier im Schwarzwald erfahren. Das hat der Schwarz erzählt. Ach so. Ja. Dann war meins
nur Gerüchte, aber deins stimmt dann wirklich, wirklich? Ja, das scheint ja alles zu stimmen. Der hat auch, der hat mich drauf angesprochen hier. Wir hatten ja das Thema Rente und Rentenversicherung. Ja, ich weiß, das ist ganz wichtig. Das ist ja, mache ich ja auch schon lange, aber ist ja egal. Und dann hatten wir das Thema und... Ja, und auf jeden Fall sollten sie aber sich mal mit beschäftigen. Und hat er auf jeden Fall gesagt, das wäre ja bei uns an der Schule gerade ein akutes Thema und gerade aktuell. Und da habe ich mich sowieso gefragt, warum denn das? Ich hatte mich schon total gewundert. Ich dachte, er will mich beleidigen. Ich meine, ich bin ja noch jung, ne? Naja. Haben Sie nicht auch schon Enkelkinder? Ja, und? Ich habe keine Falten, oder? Auf jeden Fall, das tut ja jetzt hier gar nicht zur Sache. Ich habe mich gewundert, aber jetzt ist es ja eindeutig, der meint die Frau Bogenkämper-Müller damit. So. Und dass das jetzt schon auf den Schulhof darum geht, wie kann das denn sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Dass das vielleicht hat sie macht? Das schon allen erzählt. Sie erzählt außer allen, uns? Außer uns. Meinst du, die hat schon den Schülern schon von den Abschied? Die plant das wahrscheinlich schon alles. Hat und wann will sie uns das sagen? Einen Tag vorher und dann ist sie weg? Ja, und wir stehen hier mit dem Personalmangel rum. Ja, und du als Schulleiterin, du müsstest das doch wohl wissen. Ja, aber wirklich, das ist ja unerhört, die Frau. Ne, also was machen wir denn da jetzt? Weiß ich nicht. Vielleicht ich muss sie ja drauf ansprechen, aber, ich kann doch aber, nicht warten. Was sollen wir denn überhaupt tun, wenn sie weg ist? Sie hat doch 90% des Unterrichts. Ja, 90% jetzt nicht ganz, aber schon viel. Da musst du halt mehr machen, wie du weißt. Ich weiß zwar nicht, was... Ich wollte ja Chemie machen. Und Frau Klein, machen, die heute schon und vertretendes Unterricht, das wurde mir alles verboten. Aber jetzt ist es halt erlaubt. Also es ist halt Notfall. Ich mache auf jeden Fall keinen Unterricht. So, und jetzt, wenn die gleich zurückkommt, ich muss sie doch ansprechen. Oder ich hole die aus dem Unterricht raus, ich weiß nicht. Ich hole ja, die raus. Ja, machen Sie das eine Durchsage? Nee, ja stimmt, ich mache eine Durchsage. Weil jetzt erzählt die den Kindern da auch wieder, dass sie bald weg ist und erzählt und wahrscheinlich stimmt. über ihre Rentengeschichten mit dieser peinlichen Haube. Ich mache jetzt eine Schuldurchsage. Die ist peinlich, die habe ich gemacht. Ach, das stimmt überhaupt nicht. Also wann, das ist ja mal hier... Das ist doch wohl nicht na, die endlich. Arbeit! Sie können mich doch nicht einfach herzitieren! Was soll denn so etwas? Ich lasse so etwas nicht mit mir machen und so lasse ich auch nicht mit mir sprechen, Frau Barsch. Na, ich lasse auch so einiges hier nicht mit mir machen und also... So, jetzt, ja, Philipp, jetzt sag doch los? Auch mal was. So, was und ist warum denn? Sitzen Sie schon wieder auf meinem Platz? Naja, sind Sie jetzt hier? Wir haben Fragen. So, wann haben Sie ich vor, habe auch Fragen. Warum bin ich hier? Uns zu sagen, dass Sie verdammt nochmal in Rente gehen? Was? Sie können das doch nicht den ganzen Schülern erzählen auf dem Schulhof und was weiß ich was. Ja, dass sie schon mal hier, erzählen sie schon, dass sie hier schön schwimmen gehen mit ihrer Haube hier. Und diese was man Haube so macht. Ist brillant, die ist wunderschön. Fürchterlich. Die fusselt ein bisschen, aber sonst ist sie ganz hervorragend. Die ist ganz fürchterlich. Gucken Sie mal, wie gut mir die steht. Ja, so. Und wann hätten Sie jetzt vorgehabt, uns das mal zu erzählen? Ich hab das von Herrn Schwarz im Schwarzwald gehört und Philipp hat das schon auf dem ganzen Schulhof, da wird da schon drüber getratscht, über ihre Rentenzeit. So, und wir stehen hier und ich bin hinterher diejenige, die da den Kürzeren zieht, weil ich muss dann mir noch hier jemanden suchen, der den Unterricht macht. Weil den hier, den Typen, möchte ich eigentlich nicht da, dass er noch mehr Unterricht macht, aber es geht da nicht anders. Was sind das denn schon wieder für Gerüchte? Also, meine Rentenzeit... Die Rente, die dauert bei mir noch einige Jahre. Für wie alt halten Sie mich denn? Ich hatte doch gerade erst Geburtstag, das können Sie doch zusammenzählen. Aber Sie sagen ja nie, wie alt Sie überhaupt sind. Ich hatte Geburtstag, das sollte Ihnen reichen. Jetzt habe ich auch noch einen Fussel im Auge. Das ist doch nicht die Wahrheit, so sehr reg ich mich schon wieder auf. Das dauert noch 5 Jahre, bis ich in Rente gehe. Wenn es um Ihr Alter geht. Ja, das ist auch richtig. Also 5 Jahre habe ich noch bis zur Rente. Und wissen Sie, wer dieses Jahr in Rente geht? Das sollten Sie eigentlich wissen. Frau Barsch! Nein, Frau Barsch ist jünger als ich. Nochmal 10 Jahre. Das sollten Sie auch wissen. Nein? Die ist erst 25. Was denken Sie sich denn? Also, Herr Bellini wird in Rente gehen. Unser guter, geliebter Hausmeister. Nein! Das Herz und die Seele unserer Schule, das hätten Sie wissen können. Also, ich weiß das. Die Schüler wissen es. Die Schüler bereiten das schon seit Monaten etwas für vor. Das haben Sie wahrscheinlich auf dem Schulhof gehört. Richtig, Philipp? Oh nein, doch nicht Herr Bellini. Oh, ja gut, Sie haben nicht explizit Frau Bogenkämper-Müller geht in Rente gesagt, aber man kann ja wohl eins und eins zusammenzählen. Ach Mist, nee, da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, ich meine, das sieht ja auch noch stattlich aus, also da hätte ich niemals mit gerechnet. Können Sie nicht einfach tauschen? Oh, dann, das ist natürlich jetzt unangenehm, dann muss ich mich entschuldigen, das tut mir leid. Fraglich ist dennoch, warum du jetzt auf einmal mehr Zeit hast? In den Sommerferien, meine Liebe. In den Sommerferien. Ach so, na gut. Wir fahren ja in den Sommerferien nicht weg, da sind die Züge zu voll, da bleibe ich zu Hause. Ah. Hm. Und ich mache das nur in den Herbstferien, in den Osterferien und in den Weihnachtsferien. Da fahren wir mit dem Zug in den Sommerferien nicht, das wird auch viel zu warm mit diesen gut. Zügen. Deswegen gehe ich im Sommer schwimmen. Warum spricht die ganze Schule, na gut, es wird, also warte mal, Herr Schwarz, der hat ja auch keinen Namen gesagt, aber tja. Ich habe gedacht, das
kannst nur du sein. Aber gut, Herr Bellini, warum weiß ich da nichts davon? Also gut, dann machen wir es mal so. Ich gehe mal los und bereite, ich hole mal einen Präsentkorb für den Herrn Bellini, ne? Tut mir nochmal leid. Der ist noch einige Monate da. Aber trotzdem. Nicht, dass das schlecht wird, Barbara. Darf ich reinkommen? Nein, bleib draußen. Ich muss rein. Nein! Das wäre ja bei uns an der Schule gerade ein akutes Thema und gerade aktuell. Und da habe ich mich sowieso gefragt, warum denn das? Da habe ich erst gedacht, der möchte mich beleidigen. Also dass er jetzt irgendwie, ich meine, ich bin ja noch jung. Naja, und jetzt weiß ich ja, wem das jetzt... Wow! Ich habe keine Ahnung, wie alt Frau Barsch ist. Frau Barsch hat auch schon Enkelkinder. Ja, deswegen. Ach so, ich habe mich gewundert, aber jetzt ist es ja eindeutig, der meint die Frau Barsch damit, die geht in Rente. Nein! Ach so, die... Du bist die Frau Barsch. Und wissen Sie, wer dieses Jahr in Rente geht? Das sollten Sie eigentlich Frau wissen. Frau Barsch! Nein, Frau Barsch ist jünger als ich. Nochmal 10 Jahre. Das sollten Sie auch wissen. Nein? Die ist erst 25. Was denken Sie sich denn? Nein. Marcel? Genau, Marcel!